Ich habe einen Tag als Tischler gearbeitet, mein eigenes Holz bearbeitet und für dich herausgefunden, wie der Arbeitsalltag ausschaut und wie viel du verdienen kannst. Und wie das ausschaut, das sehen wir jetzt. Ich bin heute deswegen mit Fabian unterwegs. Fabian ist schon seit 5 Jahren Tischler, also hat auf jeden Fall mehr Erfahrung als ich. Guten Morgen, Fabian. Moin, moin. Erzähl mal, wie sieht heute unser Arbeitstag als Tischler aus? Also, wir werden heute diese große, wunderschöne Eichenbohle einmal auftrennen. Ja, und dann kommen hier außen die Eicheleisten dran. Das heißt, diese Eicheleiste grob ablenkt. Dann besäumen wir die Baumkante. Dann trennen wir es grob auf, hobeln uns einmal an der Abrichte, machen wir uns eine plane Seite, sägen die wieder auf und dann das ganze Spiel so, bis wir damit fertig sind. Du bist der Experte. Wir haben jetzt Querschnitte gemacht, jetzt müssen wir das Ganze noch auftrennen, also hier die Baumkante abschneiden, okay. Einmal eine Länge aufsägen, dazu muss ich aber das Sägeblatt wechseln. Okay. Wir haben jetzt ein Querschnittsägeblatt drin und brauchen aber ein Längsschnittsägeblatt. So wie ich laufe, so gehe ich auf, weil du hast bei der Mutter kein Rechtsgewinde, ja, sondern ein Linksgewinde. Deswegen sagt man auch, die Mutter kriegst du nur auf, wenn du quasi mit dem Lauf des Sägeblatts. Okay, also merken wir uns, so wie ich laufe, so gehe ich auf. So gehe ich auf. Unsere ersten Leisten haben wir produziert. Genau. Du hast nicht zu viel versprochen, es ist verdammt laut hier. Bevor wir weitermachen, was glaubst du, welcher Typ man sein muss, damit man Tischler sein kann? Ich glaube, du musst auf jeden Fall körperlich sehr belastbar sein, weil ja, du wirklich den ganzen Tag stehst. Ja. Du hast deine Stunde Pause, das ist die einzige Zeit, wo du sitzen kannst. Ja. Dann musst du teamfähig sein, ja, auch wenn wir jetzt hier gerade alleine sind, aber normalerweise hast du natürlich deutlich mehr ja, in einer Tischlerei, die wir arbeiten. Ja. Ja, gerade auch auf Baustelle draußen sind wir deutlich mehr. Ansonsten musst du halt einfach Spaß an der Arbeit, Spaß am Holz und du musst natürlich auch früh aufstehen können. Was würdest du sagen, Fabian, was sind die positiven und die negativen Seiten in deinem Beruf? Also negativ ist auf jeden Fall der Lärm, der Staub. Positiv ist eigentlich immer das Arbeitsklima, weil es sind immer alle nett. Es gibt selten Tischlerei, wo es irgendwie Spannung gibt, ja, ne, weil es halt einfach alle nette Menschen sind. Und du bist auch ein netter Mensch. Das hoffe ich doch. Und ja, was noch so positiv ist, vielleicht so ein bisschen die Bezahlung. Wir sind eigentlich einer der Berufe, die schon mit am besten bezahlt wird. Könnte natürlich immer besser sein, ja, sag ich auch so, wie es ist. Ja. Aber es ist schon okay. Also fürs Handwerk, es gibt deutlich schlechtere Berufe. Da kommen wir dann nochmal später dazu, wie viel wir heute verdient haben. No? Genau. Wir haben jetzt hier an dieser Leiste, haben jetzt hier eine kleine Faser angehobelt oder ja, angefräst, eher gesagt. Auf 45 Grad. Ich würde dir jetzt vorschlagen, dass du jetzt weitermachst. Wir haben ja ganz viele da liegen. Wir haben ein paar, ja. No? Und du musst aber ganz wichtig darauf achten, dass du immer die glatte Seite auf den Tisch auflegst. Okay. Mehr gibt es eigentlich nicht zu beachten. Und dann einfach durchziehen. Einfach durchziehen. Ne? Okay. Schutz ist dran, dass du deine Finger nicht in die ja, Fräse packen kannst. Richtig, richtig. Ja, wir wollen ja alle 10 Finger behalten am Ende des Tages. Gut, ja. Genau. Ansonsten würde ich sagen, leg mal los. Ja. Hörschutz auf und dann Abfahrt. Eine kleine Frage hätte ich noch an dich. Kannst du mir sagen, bei dem Stück, was die rechte und was die linke Seite ist? Die rechte und was die linke Seite ist? Es gibt immer eine rechte und eine linke Seite. Ist ja klar, dass die rechte, dass die linke. Nee. Hä? Quasi, wenn du überlegst, so, was könnte davon oder davon die rechte Seite sein? Ja, das hier, das obere. Genau, ja, weil na, du hast hier quasi den Kern ja, und die kernzugewandte Seite ist die rechte Seite. Ne? Kern, rechte Seite. Schöne Eselsbrücke. Kann man sich so ja, gut merken, genau. Okay. Wie viel Urlaub und wie viel Freizeit hast du? Also Urlaub habe ich 27 Tage. Oh, das ist aber gut. Genau, ja, schon nicht schlecht. Und Freizeit, naja, im Prinzip von Montag bis Donnerstag ist es nicht ganz so viel. Ja. Wir haben bis 16 Uhr Arbeit. Dafür ist dann Freitag immer ein kurzer Tag bis 13 Uhr. Und da ist dann wenigstens Wochenende schon viel ja, Freizeit. Ne? Ja. Und innerhalb der Woche, ja, okay, gehört halt dazu. Ja, na klar. Der Anfang ist ganz gut geworden, das Ende nicht so schön. Und mir ehrlich gesagt, ein bisschen zu gefährlich, das was machen zu lassen. Okay. Hast du einen Schuh, da setzt du mich daneben. Damit würde ich sagen, habe ich auch
meine Aufgabe gefunden, das schön so ein bisschen hier aufstapeln. So, und währenddessen Fabian jetzt alle Leisten fertig macht, würde ich mich bei der Tischlerei Jens Mantke bedanken, weil ohne die wäre das Video so nicht möglich gewesen. Doch, was das Besondere an unserer Tischlerei? Naja, das ist eine normale Tür und das ist eine Raumspartür. Und naja, die Tür gibt's in verschiedensten Ausführungen. Aber alle weiteren Infos und Produkte findest du auf der Website. Oh. Hier eine Raumspartür, das wär's jetzt. Naja, egal, zurück zum Thema. Ich würde dich dann einfach quasi an die Selina übergeben, an die CNC. Okay. Und unsere Azubine. Genau, und die macht dann den restlichen Tag mit dir. So machen wir das. Der Fabian hat mich gerade zu dir geschickt. Ja. Was machen wir jetzt? Wir bauen momentan Fotoboxen und legen jetzt die Teile auf die CNC. Das ist so eine Art Koordinatensystem. So, was soll ich machen? Wir haben hier einmal die Rückwand. Allerdings müssen wir vorher die Sauger positionieren. Ich muss draufdrücken, genau. Und dann... Das kann ich einfach so? Ja. Zack. Super. Aber ich finde es schon interessant, was mittlerweile mit der Technik alles funktioniert. Also wie sich das Tischlerhandwerk auch erweitert hat, dass man halt nicht mehr das alles mit Hand machen muss, sondern halt... Ja, das ist halt viel genauer. Würde man das jetzt mit einer Oberfräse oder ähnlichem machen, dann besteht immer die Gefahr, dass man verrutscht, dass die Schablonen verrutschen. Ja. Und so hat man halt so ein Koordinatensystem, wie damals im Matheunterricht auch irgendwie gelernt. Jawohl. Also man braucht es doch noch. Also lieber mal in Mathe aufpassen. Also wir haben jetzt hier für die Fotobox erstmal diese 5 Teile und es kommt noch eine Tür dazu, aber das betrifft uns jetzt erstmal nicht. Und das können wir jetzt praktisch leicht zusammenbauen. Genau. Wo ist denn? Ah ja. Oh, das war dumm. Eine Frage noch zum Beruf des Tischlers. Mhm. Was sind die Verdienstmöglichkeiten? Du bist ja jetzt noch in der Ausbildung und was hat man so für Verdienstmöglichkeiten, wenn man ausgelernt hat? Wenn man ausgelernt hat, bekommt man ca. 15 Euro Stundenlohn. Ja. Ich bekomme jetzt im ersten Lehrjahr 560, im zweiten 780 und im dritten 960 brutto. Zack. Fertig. Fertig ist der Lack. So, und falls du dich auch fragst, was hier am Ende rauskommen soll und wie die Fotobox aussieht, so sieht's aus. Das ist so eine Fotobox. Und so eine Fotobox macht natürlich coole Fotos. Und coole Fotos macht auch die Digitale. Also schau dir jetzt unbedingt dieses Video als Werbetechniker an. Habe ich die ganze Zeit gedacht, die bauen hier Blitzer.